kurz vor der großen Hitze nochmal die kühlen Morgenstunden zum Trainieren benutzen. Weibchen fliegen schon wieder sehr gut. Natürlich auch hier vom Trainer in der Luft gehalten. Auch nach der Niederlage gestern Abend trotzdem noch mit Deutschlandflagge im Garten. Samstag, 19. Juni, 7. Preisflug. Ihr seht, stahlblauer Himmel. Wir haben jetzt schon so 25 Grad. Der Verband hat den Flug oder die Flugzeiten deutlich begrenzt wegen dem warmen Wetter. Wir sind also von 400 ursprünglich geplanten Kilometern wieder auf 300 Kilometer Bruchsal gefahren. Tauben sind um 6.30 Uhr aufgelassen worden. Oh, man sieht hier, bläst jetzt ganz schön der Wind. Aber auf der Strecke soll es relativ neutral sein, mit leichtem Rückenwind. Es ist jetzt 9.45 Uhr. Ich gehe mal in den nächsten 20 Minuten davon aus, dass vielleicht die eine oder andere schon am Himmel erscheint. Ja, wir haben alles soweit fertig. Futter ist drin, Wasser ist drin. Junge Unterstützung ist mit an Bord. Moritz heute mit dabei. Kann eigentlich nichts schief gehen. Ich melde mich wieder, wenn die ersten kommen. So, 10.02 Uhr die erste Taube. Jetzt gerade kamen nochmal zwei. Und gerade haben wir noch eine im Anflug. Auch ein Weibchen. Eine Jährige. 748. So, gerade die zwei mit Vollpreis. 4,59 und der Meierholzvogel direkt davor. Der Jährige, der gut fliegt, das Weibchen, alles Vorbenannte. Sieht gut aus. Jo, also kommen jetzt noch welche. Ich will mal in den Schlag rein. Drei Stück. Na komm. ...192, wunderbar. Oh, jetzt geht's hier richtig zur Sache. Ja, da war natürlich ein ganzer Teil richtige dabei. Komm! Ja, komm, super heute. Ganz großes Kino. Ja, kommt noch einer. Na, der bunte. Ja. Der alte. Ist egal. Hast den Taubschlag offen, aber ich sehe gar nicht, dass da einer reinfliegt da oben. Ja. Wo ist er denn? Da ist er. Na komm. Komm her, Dicker, komm. Hey, komm! Ja, irgendwas hat er wieder im Auge. Ja, da oben ist einer, so komisch. Komm vor! Ja. Immerhin. Ja, er macht jetzt immer hier so eine Show. Komm mal her. Los, drauf hier, Alter. Komm. Los, Abmarsch. Abmarsch. Ja. So, jetzt müssen es 28 sein. 10 Minuten Konkurs seit. Dem. Ja, klar. Oh, hier sehen wir wieder welche in der Luft. Aber das scheint mal was für unseren Nachbarn zu sein. Ja. Ja. Ja, und so sieht das aus, wenn eine Taube dann Feindkontakt gehabt hat. So kommt die und wird wahrscheinlich sogar noch preisfliegen. Also manchmal kann man es kaum glauben. Wahnsinn. Ja. Die wird dann für dieses Jahr wohl Pause haben. Schön, dass sie wieder da ist. Na komm her, komm. So, komm Nummer zwei. Komm. Komm her. So,
So, die beiden Herren studieren das Ergebnis des heutigen Preisfluges. Wir können wieder extrem zufrieden sein. Wir erreichen heute in der RV 39 Preise bei 64 gesetzten Tauben. Fangen mit dem dritten Konkurs an, haben einige unter den ersten 10. Regionalverbandsauswertung liegt jetzt aktuell noch nicht vor. Ich muss mich mal an der Stelle für die Videos ein bisschen entschuldigen. Irgendwie hat sich mein Handy selbstständig gemacht, deswegen sind die teilweise hochkant. Ich will sie euch aber nicht vorenthalten, deswegen schneide ich sie hier mit rein. Insgesamt fehlen aktuell noch 4 Tauben, davon 3-jährige und leider die 524, die wir dieses Mal nochmal nachgesetzt hatten. Hat ja letzte Woche eine Woche Pause bekommen, aber da scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Also wenn sie dann heute Abend oder morgen kommt, müssen wir dann überlegen, ob wir sie überhaupt noch setzen oder dann für diese Saison zu Hause lassen. Insgesamt extrem erfolgreich. Wir sind sehr zufrieden, hoffen, dass die letzten 4 noch kommen. Und nächste Woche soll es nicht mehr ganz so heiß sein. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Flug. Ich melde mich gleich nochmal, wenn die Regionalverbandsauswertung vorliegt. So, Fazit zum 7. Preisflug ab Bruchsal. Erstmal die super gute Nachricht voran. Die 4 gestern noch fehlenden Tauben sind alle wieder da. Gestern Abend kamen noch 3. Und heute Morgen dann der 740, den wir nachgesetzt hatten, weil der ein bisschen Probleme mit seinem Flügel hatte. Ja, offensichtlich ist das noch nicht wieder ganz in Ordnung. Von daher müssen wir das mal beobachten. Da ist er. Sieht noch so ein bisschen verzaust aus. Ich muss gleich mal gucken. Da steht so ein bisschen die Feder hoch, ob den vielleicht auch der Habicht mal begrüßt hat. Von daher schauen wir da mal weiter. Aber alle wieder an Bord. Und das bei so einem Hitzeflug, glaube ich, echt eine sehr, sehr gute Nachricht. Ja, die Regionalverbandsauswertung ist auch da. Auch dort machen wir 39 von 64 gesetzten Tauben Preis. Und sind in der Regionalverbandsmeisterschaft jetzt auf dem 3. Rang. Paar Asspunkte hinter den üblichen Verdächtigen, aber alles in Schlagdistanz. So. Schauen wir auch nochmal auf die anderen Schläge. Weibchen schon wieder extrem tiefenentspannt. Haben wir heute mal die Voliere offen gelassen, sodass sie sich ein bisschen verteilen. Haben sie sich, glaube ich, verdient. Gucken wir hier nochmal rein. Also da sieht man, dass sie schon wieder extrem relaxed sind und sich schon auf die nächsten Aufgaben vorbereiten. So, jetzt muss ich hier die Tür zumachen, sonst haben wir sie gleich alle hier drüben. Ja, auch hier alle wieder an Bord. Vielleicht eine Kleinigkeit, die wir gestern mal verändert haben. Normalerweise ist bei uns immer Prämisse, dass am Einsatztag in die Tränke nur klares Wasser kommt. Davon sind wir gestern abgewichen. Aufgrund der zu erwartenden extremen Hitze haben wir am Einsatztag um 12 Uhr das Wasser weggenommen und haben es 2 Stunden vorm Einsetzen, also gegen 17 Uhr, wieder zur Verfügung gestellt, aber dann mit entsprechend hochdosierten Elektrolyten drin, sodass jede Taube nochmal einen riesen Schluck davon nehmen musste. Und das Ergebnis zeigt eigentlich, dass der Plan ziemlich gut aufgegangen ist, nämlich dass die Tauben nicht aus der Luft gegangen sind, um irgendwo zu saufen, sondern dass sie wirklich nach Hause geflogen sind, weil man konnte gestern sehr gut erkennen, alles was so bis 11 Uhr nicht wieder am Schlag war, da war dann der Cut, das heißt, da war die Hitze dann so groß, dass die Tauben einfach nicht weiterfliegen, sondern natürlich irgendwo an einem See oder wo auch immer Pause machen, was trinken. Und dann auch erst wieder weiterfliegen, wenn die Temperaturen sinken. Und deswegen sind auch bei vielen Sportskollegen, die gestern dann noch recht hohe Verluste hatten, die Tauben gestern Abend so ab 18 Uhr dann extrem schnell nachgekommen, sodass also bei vielen jetzt auch nicht mehr viele fehlen. Und von daher alles gut. Ich melde mich dann in der nächsten Woche wieder, wenn es auf den 8. Flug geht.